Ein Buch. Manchmal geht es nicht ohne. Auch in Zeiten der uneingeschränkten elektronischen Vernetzung brauchen Studierende Bücher zum Lernen. Vor allem vor Prüfungen sind es oft richtig viele Bücher, die von den Studierenden rumgeschleppt, angehäuft und aufgestapelt werden. Recherche, Bestellung, Abholung. Dass das alles schnell, zuverlässig und reibungslos funktioniert, dafür gibt es die Dienstleistungen der Hochschulbibliothek. Mit Rechner und Internetzugang kann man von überall recherchieren und mit einem Login die Bücher auch bestellen. Doch was passiert dazwischen? Im Templergraben 61 befindet sich die zentrale Hochschulbibliothek. Hier wird die Bestellung ausgedruckt. Das Buch wird dann aus dem großen Magazin mit der Buchtransportanlage in die Ausleihe geschickt. Dort kann es dann nach 10 bis 15 Minuten bei den freundlichen Mitarbeitern abgeholt werden. Wer hier neu ist oder irgendwelche Fragen hat, der bekommt an der zentralen Informationsstelle kompetent und hilfsbereit Auskunft. Wenn Sie Studentin sind, gehen Sie bitte darüber zur Anmeldung, legen Ihren Personalausweis, den Studentenausweis vor und schon haben Sie einen Benutzerausweis. Mit dem Benutzerausweis können Sie unseren Katalog benutzen. Abholen können Sie die Sachen dann da drüben an der Ausgabe. Und das dauert dann also eine Viertelstunde und Sie können die 4 Wochen ausleihen und danach noch bis zu 5-mal verlängern. Wow, 5-mal. Genau, also bis zu einem halben Jahr können Sie das Buch dann behalten. Oh, super, vielen Dank. Bitte gerne. Tschüss. Wer neu ist, sollte einen der regelmäßig angebotenen Kurse zur Literatursuche und der Verwendung der Bibliothek nutzen. Natürlich gibt es auch in den Räumen der Bibliothek zahlreiche Rechner zum Recherchieren und Bestellen. Wer nicht zu Hause lernen will, der kann einen der Lesesäle dafür nutzen. Hier herrscht gelassene Ruhe. Neben Blätterrascheln übertönt manchmal noch das Kratzen eines Füllers des Geklapper der Laptop-Tastaturen. In diesem Bereich finden sich auch zahlreiche Nachschlagewerke. Ein Exemplar von jedem Lehrbuch und die Normenauslegestelle. Obwohl man hier bis Mitternacht arbeiten kann, sollte man im Vorfeld von Prüfungen früh kommen. Denn die Plätze sind heiß begehrt. Die Bibliothek stellt auch Gruppenarbeitsräume zur Verfügung, wo man gemeinsam lernen kann. In den oberen Stockwerken des Gebäudes gibt es noch einen großen und reichlich frequentierten PC-Pool. Hier kann man im elektronischen Buchbestand, aber auch in den anderen digitalen Datenbanken recherchieren. Hier finden sich elektronische Zeitschriften und E-Books, Nachschlagewerke, aktuelle Normen und personalisierte Angebote wie Kontoverwaltung oder Fernleihe. Die Mitarbeiter der Bibliothek beschaffen die Sammlungen und halten sie auf dem aktuellen Stand. Sie lizenzieren elektronische Zeitschriften und Datenbanken aus den unterschiedlichen Fachbereichen für die RWTH. Neben der Zentrale gibt es Zweigstellen wie etwa die Medizinische Bibliothek im Universitätsklinikum oder das Patentinformationszentrum. Wichtig für die Studierenden ist noch die 4-stöckige Lehrbuchsammlung in der Güllnerstraße 3, gleich um die Ecke. In dieser Bibliothek finden sich alle aktuellen Lehrbücher, die direkt aus den Regalen geholt und für die üblichen 20 Tage ausgeliehen werden können. Speziellere Literatur für den fortgeschrittenen Bedarf gibt es außerhalb der Hochschulbibliothek auch in den einzelnen Institutsbibliotheken. Dank ausgezeichneter Organisation gepaart mit freundlicher Routine der Mitarbeiter tut die Hochschulbibliothek alles, um das Studium und die Forschung an der RWTH Aachen aufs Beste zu unterstützen.